Wie die meisten von euch war ich in einer Art Zeitschleife gefangen. Jeder Tag fühlte sich irgendwie gleich an. Ich betete für ein anderes Leben. Und ich sollte es bekommen. Wir waren eine Gruppe von Freunden, beste Kumpels. Wir hatten Ehefrauen, Kinder, gute Jobs, es war okay. Oft trafen wir uns nach der Arbeit auf ein Bier, schwelgten in Erinnerungen, lachten über gemeinsame Erlebnisse. Aber es war auch immer ein bisschen traurig, sich nur an die schönen Momente zu erinnern, denn sie waren vergangen. Und selten kam etwas Neues, Aufregendes hinzu. Eines Tages hatte mein Kumpel Mike einen ungewöhnlichen Vorschlag. Er meinte, wir sollten unsere Vergangenheit einfach streichen und nur nach vorne blicken, um das wahre Leben nicht zu verpassen. Was einmal war, sollte es nicht mehr geben. Vergangenheit ist eben vergangen. Sie ist Geschichte, wie die Geschichten darin. Und so stellten wir unsere Regeln auf. Wir sollten keinen einzigen Tag zurückblicken, mit niemandem über die Vergangenheit sprechen, offen sein für alles, was kommt, Neues ausprobieren, nichts wiederholen und verdammt nochmal nichts bereuen. Und dann lebten wir nach diesen Regeln. Wir fühlten uns frei und unbesiegbar. Keine Vergangenheit zu haben bedeutet, sich selber nicht mehr im Weg zu stehen. Und das bedeutet, die Freiheit zu haben, alles zu tun. Wirklich alles. Und dann lief es völlig aus dem Ruder. Unsere Idee fand immer mehr Anhänger und verbreitete sich rasend schnell über Grenzen hinweg. Wir hatten vielleicht nur eine Midlife-Crisis. Aber bald war jede Altersgruppe betroffen und jede Schicht. Jung und alt, reich und arm. Und wir? Wir machten weiter. Wir stellten uns gegenseitig Aufgaben. Sprich die Frau an, klau ihm sein Bier, raub die Bank aus. Wir waren auf der Überholspur und wir fragten uns, was möchtest du als nächstes tun, bevor du stirbst? Aber wir haben uns nie gefragt, was passiert, wenn du deine Vergangenheit löschst, aber deine Vergangenheit dich wieder einholt und es zu spät ist, um auszusteigen. Kein Tag zurück. Der neue Roman von Thomas Wagner. Spannend bis zum Herzstillstand. Jetzt im Handel.